Jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir bei der Münzenjägerei. Ich wollte eigentlich keine mehr machen, aber ich dachte mir, ich habe das Fenster aufgemacht und es ist doch recht angenehm jetzt gerade wieder hier im Zimmer. Ich habe in den GPs echt dermaßen, möchtest du mich unbedingt runterschubsen, Alan? Das hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Es war ja so schwül in meinem Zimmer, aber jetzt so langsam mit einem offenen Fenster ist es tatsächlich doch angenehm. Und ja, da muss man einfach damit leben, dass man vielleicht so ein bisschen Geräusche von außen hat, aber immerhin besser als irgendwie. Ich möchte irgendwas mit meinem Maxi machen. Da, den Cooper, den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Deutsche Bahn. Musst du mich runterschubsen, mein eigener Teamkollege? Es ist echt ein Trauerspiel. Okay, wo ist die Deutsche Bahn? Jetzt habe ich hier was. Och, es ist echt traurig. Ja, ein Blooper, der hilft uns natürlich sehr gut. Der Cooper kommt aus dieser Richtung. Das war so blöd, was ich jetzt schon wieder gemacht habe. Als ich den Knopf gedrückt habe, habe ich mal darüber nachgedacht, was ich da gerade mache und... ja. So, wollen wir mal ein paar Münzen einsammeln? Zack. Mal ordentlich hier rüber geremst. Wir wollten ein paar Münzen einsammeln, da sind welche. Ja. So ein Pilz ist natürlich optimal, um hier irgendwas zu reißen. Aber mit so drei roten kann man damit schon leben. Ach, geht mir doch aus dem Weg. Och, schade, ich dachte, der Wario fährt in mich rein. Hat er leider nicht getan. Sehr gut, meine Münzen. Da, nein, das war ärgerlich. Ich habe keine Münzen, du kannst mir keine klauen. Liegen hier noch irgendwo welche rum? Ich glaube, mein Team verliert. Aber ich hasse diese Stage auch total, muss ich sagen. Und ich falle nochmal runter. Ich war keine große Hilfe. Ich bin so ein Troll, das ist unglaublich. Okay, damit haben wir ganz souverän gewonnen. Oh, es wurde mal knapp. Ich meine, mit so einem Cornel, der vielleicht Münzen holt, wäre das vielleicht alles nochmal ein bisschen einfacher. Alter, Rotti und Force, ihr habt es auch nicht übertrieben irgendwie mit euren Münzen. Boah. Ansonsten war das ja relativ ausgeglichen. Ja, könnte man sagen. Gut, in den entscheidenden Duellen hatten wir halt das Nachsehen. Mr. Mario K1 und ich haben unseren Gegner ganz klein Schach gehalten. Liegt natürlich da an Force und Tobias, weil die einfach auf ihre direkten Konkurrenten das meiste verlieren. Das ist dann natürlich Spaß, Spaß. Ja, das war jetzt nicht ernst gemeint. Okay. Ich möchte gerne den Kampfkurs fahren. Ich möchte gerne den Kampfkurs fahren. Da möchten noch andere den Kampfkurs fahren. Andere den Kampfkurs fahren. Und ich wette mit euch, Steinwüste kommen dran, weil ich es hasse. Einfach nur, weil ich es hasse. Ich weiß nicht mehr genau, was es für eine Map ist, aber ich hasse sie. Nicht Blockblase. Okay. Kampfkurs. Yes! Baby! Okay, okay. Kampfkurs. Ich muss einfach nur Münzen sammeln. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Ich werde einfach jetzt umdrehen beim Start und in die andere Richtung fahren. Und... da hat noch einer die Idee gehabt. Und ich habe... ja, und ich habe natürlich genau... natürlich genau den Pfad erwischt, wo keine Münzen... hier liegt auch keine Münzen. Ich bin so ein... ich bin so schlecht, das ist unglaublich. Bäm! Da habe ich den Rotti erstmal voll vor die Rotti-Karotti gehauen. K1
Kennt ihr übrigens Rottica Rotti? Es ist ein mega geiles Spiel. Naja, mega geil ist jetzt übertrieben. Wäre auch mal eine Idee. So, Gesellschaftsspiele zu Let's Playen. Irgendwann mal. Als Abonnenten-Special, wenn ich 20.000 Abonnenten habe, dann fahre ich zu 10 meiner Abonnenten und spiele mit denen Gesellschaftsspiele. Das wäre doch mal eine geile Sache. Also werde ich das nie tun. 20.000 Abonnenten, sehr lustig, Korne. So, ich bräuchte mal ein... Ach, Rotti fährt neben mir her. Das war jetzt gemein, Rotti. Also das war wirklich gemein. Meine Münze. Okay, sehr gut. Wir haben Schutz, damit können wir uns sehen lassen. Wir haben 7 Münzen. Wir tragen hier ganz klar zum Erfolg unserer Mannschaft bei. Allerdings müssen wir hier den Gegner noch so ein bisschen trollen. Und so klappt das schon mal nicht. Der trifft, oder? Das ist ärgerlich. Da liegt eine Münze. Die müssen wir kriegen in der Kurve. Schade. Alter, war das ein Münzstapel, das der da hatte? Natürlich hat er einen Stern. Soll auch... Ja, und ich fahre in die Fakebox rein. Ich bin ein so endloser Skiller, wie gesagt. Aber, wie gesagt, wie bei den Rennen die letzte Runde entscheidet hier doch größtenteils die letzte Minute. Och bitte, da kann doch gar nicht. Ich habe keine Münzen, du Idiot. Ich habe gar keine Münze. Ich hole mir jetzt ein Item und muss noch irgendjemanden trollen. Irgendjemanden, der mega viele Items, der mega viele Münzen hat. Ich habe 3 rote, komm schon. Ich weiß noch nicht, wen ich da nehmen soll. Ja, das war jemand. Ich habe jemanden getroffen. Ich habe eine Münze. Ich trage ganz klar zum Erfolg dieser Mannschaft bei. Damit rechnet er nicht. Schade. Oh, wir liegen aber dermaßen hinten. Nein, wir verlieren. Ein wenig. 24-12. Gut. Kann man nichts machen. Ich meine, ich habe hier meinen Punkt geholt. Ja, Force. Du warst im letzten Rennen zwar gut, ja, aber Konstanz zählt, ja. Ich habe hier jetzt einmal 0 und einmal 1 Punkt geholt. Das ist wenigstens eine Konstanz, die man da erkennt. Du mit deinen 12 und 0, das ist natürlich dann auch so ein bisschen unfair dem Team gegenüber. Aber man muss ganz klar sagen, ich habe nicht gereicht, um das blaue Team zum Sieg zu führen. Da hätte ich andere Kollegen gebraucht. Und in dem Sinne sage ich einfach mal, es ist einfach ein so unglaublich schöner Spielspaß. Diese Münzenjägerei, es ist unglaublich. So, jetzt aber wirklich, danke, das war klasse. Und gute Nacht, tschüss, auf Wiedersehen. Arrivederci, Babies, ich hau mich jetzt vors Fernsehen oder so und versuche hier irgendwie noch ein bisschen frische Luft zu schnappen durch mein offenes Fenster. Bis dann und ciao. Und wie gesagt, schau doch mal in die anderen Projekte rein. Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, kann ich das bestimmt mal hier ganz gut platzieren, ohne da jemanden auf den Schlips zu treten. Die anderen Projekte sind auch ganz nett. Bis dann und ciao. Tschüss.